Ton läuft. Und hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Oh nee. Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Heute zeige ich euch, wie ihr den Inhalt von Amazon Prime Video auf euren Chromecast kriegt. Schon wieder. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Eigentlich ist dieses Video gar kein richtiges Tutorial, weil es mittlerweile schon das dritte Tutorial ist, was ich zu diesem Thema mache. Aber mittlerweile hat sich was getan und deswegen lohnt es sich nochmal drüber zu reden. Im zweiten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr den Bildschirminhalt von eurem Android, Tablet oder Handy auf den Chromecast streamen könnt via Google Home App. Und im dritten Video, also diesem Video, ist es tatsächlich möglich, direkt aus der Amazon Prime Instant Video App heraus auf den Chromecast zu streamen. Ist das geil oder was? Aufgefallen ist mir das, als ich meinen Fire TV Stick anhatte und da die YouTube-App gesehen habe. Ich meine, richtig, die YouTube-App. Im Umkehrschluss habe ich mir gedacht, wenn es auf dem Fire TV Stick jetzt die YouTube-App gibt, dann geht es bestimmt auch umgekehrt. Und tatsächlich, so ist es. Und es ist echt traurig, denn im März 2016 habe ich das erste Video gemacht, im Dezember 2017 das zweite und jetzt im Oktober 2019 das dritte. Es geht übrigens schon seit Juli, aber na, so ist das. Mir fällt auch nicht immer alles sofort auf. Dass das Ganze 3 Jahre dauern musste, bis das funktioniert, das ist einfach nur traurig. Aber das lag an einem Streit zwischen YouTube und Amazon, weil die sich nicht einigen konnten, welches Gerät jetzt letztendlich irgendwas streamen darf. Aber für den Kunden ist es einfach nur interessant, dass man was streamen kann. Und das hat auch Amazon und YouTube erkannt. Und deswegen, ihr könnt ganz normal die Amazon Prime Instant Video App jetzt im Play Store runterladen und via Chromecast streamen. Und umgekehrt geht's genauso. Ihr könnt auf dem Amazon Fire TV Stick die YouTube-App runterladen, euch da anmelden und ganz normal eure YouTube-Videos schauen. Finally arrived. Willkommen im Jahr 2019. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren. Abonniert gerne diesen Kanal, teilt dieses Video, falls ihr es in irgendeiner Form hilfreich fandet. Beleidigt mich in den Kommentaren, wenn ihr möchtet. Ansonsten würde ich sagen, das war's erstmal mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ciao. Irgendwie so geht das, ne? Ah, bin ich scharf? Ich hab's, glaube ich, mittlerweile raus. Normalerweise würde ich sagen, das Video ist tatsächlich zu Ende. Aber YouTube fördert Videos, die länger sind als 10 Minuten. Jetzt könnte ich natürlich noch ein bisschen weiterreden. Können wir machen? Also diejenigen, die das jetzt hier nicht mehr interessiert, das Video ist vorbei. Ihr könnt weiterschalten. Ihr könnt noch vorspulen, das Intro angucken. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Ihr könnt irgendwas anderes machen. Eigentlich scheißegal. Ihr könnt euch einen Kaffee holen, kacken gehen. Eigentlich ist es egal, was wir jetzt machen, weil für den YouTube-Algorithmus ist es ganz gut, wenn Videos länger als 10 Minuten dauern. Und von daher könnte ich euch jetzt noch erzählen, dass ich habe mir zum Beispiel eine neue SD-Karte gekauft, weil beim letzten Video hat die Kamera abgebrochen aufzunehmen, weil meine SD-Karte zu langsam ist. Denn ich versuche jetzt, jedes Video in 4K aufzunehmen und irgendwie hat es meine alte SD-Karte nicht gepackt. Übrigens auch merkwürdig, ich musste 2 SD-Karten bestellen. Also es gab eine Mindestbestellmenge bei Amazon. Naja, verstehe ich auch irgendwo. Jetzt habe ich 2 SD-Karten. Aber ist es ausgegangen? Nein. was haben wir denn? 6 Minuten 13 und davon muss ich noch ein bisschen was rausschneiden. Über was können wir denn sonst noch reden? Ah, wie wäre es denn, wenn wir über den Klimawandel reden? Ich gehe am Mittwoch in eine Veranstaltung hier bei uns in der Stadt, ja, Arnsberg hat 60.000 Einwohner, das ist mittlerweile eine Stadt. Da geht es um den Klimawandel. Ich weiß gar nicht, wer genau den Vortrag hält. Es ist auf jeden Fall irgendein Doktor, Professor, Doktor, Doktor. Ich blende euch den Namen mal kurz ein. Da geht es, wie gesagt, um die Klimaerwärmung und wer dafür verantwortlich ist. Wer dafür verantwortlich ist, das wissen wir ja eigentlich. Die Frage ist eigentlich, was können wir dagegen tun, gegen den Klimawandel? Ja, viele sagen, die Politik, die muss das machen. Diejenigen müssen das machen. Amerika darf nicht das machen. Aber letztendlich kann, glaube ich, jeder was selber tun, um die Umwelt ein bisschen zu schützen. Zum einen, um es mal ganz hart zu sagen, oh, ich sehe das jeden Morgen. Die Leute, die pendeln zur Arbeit kilometerweit. Ich frage mich, ist es nicht einfacher, sich irgendwie einen Job in einer eigenen Stadt zu suchen? Ist es das wert? Man sitzt ja auch im Auto, 1,5, 2 Stunden, keine Ahnung. Ich gucke übrigens raus, weil das Wetter gerade so schön ist. Deswegen ist das Licht auch so, boah, 7 Minuten. Ja. Ah,
Ich würde sagen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man den Klimawandel stoppen kann, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe dazu auch übrigens ein Video demnächst geplant, hier auf diesem Kanal. Also falls euch das interessiert, auf jeden Fall gerne abonnieren. So, und jetzt? Boah. 8 Minuten noch. Vielleicht trinke ich mir mal einen Schluck Wasser. Ist bescheuert, oder? Aber der Algorithmus gibt es, wie gesagt, vor auf YouTube, dass man ein Video mit 10 Minuten Länge, das soll besser ankommen, weil da kann man mehr Werbung schalten. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, also vor meinen Videos und nach meinen Videos schalte ich Werbung. YouTuber können das bestimmen, wann sie Werbung schalten möchten. Generell sage ich aber, mich würde Werbung nerven, wenn die zwischen den Videos kommt, also irgendwo mittendrin. Das ist einfach nur mega nervig. Ist ja ähnlich wie Fernsehen. Ich habe schon ewig kein Fernsehen mehr geguckt. Ich habe Kabelkanal übrigens auch abbestellt. Das passt ja auch ganz gut in dieses Video, weil wer guckt von euch noch Fernsehen? Also ich bin eigentlich tatsächlich nur noch bei Netflix, Amazon und YouTube unterwegs. Was anderes gucke ich nicht. Ich sag mal, RTL, braucht man gar nicht einschalten. Ich glaube, da wird man instant blöd, wenn man das schaut, oder? Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, RTL 2, ich weiß gar nicht den Unterschied, Dschungelcamp, Himmel, Arsch und Zwirn, ey, diesen Scheiß. Ja, was guckt ihr denn so? Schreibt das auch mal gerne in die Kommentare, interessiert mich dann auch. Und na, ich habe jetzt mein Video gesagt, das ist jetzt 10 Minuten 30 lang, aber ich verspreche mich so oft in den Videos, deswegen muss ich noch ein bisschen rausschneiden und ein bisschen Content brauche ich noch. Jetzt pass mal auf hier, ich merke das, wenn ich stehe. Ah, doch. Das war mein Knie. Oh, was übrigens auch jeder tun kann, um die Umwelt zu schützen, sehe ich gerade, wo wir hier den Flieger auf dem Bildschirm haben. Weniger reisen. Weil Klimaschutz fängt bei jedem selber an. Und ja, wenn man mal so auf dem Flugradar guckt, das kann man machen. Ich verlinke euch das auch mal gerne unten. Da sieht man, wie viele Flugzeuge überhaupt in der Luft sind. Das ist schon enorm und ja, ist das wirklich nötig, jedes Jahr einmal nach Mallorca zu fliegen, mindestens dann noch irgendeine Fernreise zu unternehmen. Also Reisen sind schön und Reisen sind toll. Reisen sind schön und wichtig auch, um mal andere Kulturen kennenzulernen. Aber ich glaube, man muss tatsächlich nicht so viel reisen, weil selbst Deutschland hat schöne Ecken. Wir haben sogar Strände. Ich habe mal von einer gehört, die hat gesagt, oh, also am Meer ist schon schön. Schade, dass Deutschland keine Strände hat. Das ist heftig, ne? Ja. Aber es gibt so Leute, die sind tatsächlich so dämlich und ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, ja. Wie auch immer, jetzt haben wir 12 Minuten auf dem Video. Ein bisschen rede ich noch, weil ich muss ja auch von meinen Outtakes hier jetzt ein bisschen was wegschneiden. Oh, ist das anstrengend. Vor allem ist das Videomaterial, das 4K-Material, weißt du, wie viel Daten da sind? Boah. Oder bin ich so scharf? So? So? Ich sehe das nie. Also ich habe zwar das Bild in der Kamera, aber ich glaube so. So müsste es passen. Ja. Nee, 4K-Material. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Erstmal kommt mein Rechner nicht damit klar. Und zweitens sind die Dateien sowas von groß, also vergleichsweise. Das ist eigentlich unnormal. Aber was tut man nicht alles? Weil auch 4K-Videos werden mittlerweile besser gerankt als Full HD. Es gibt sogar, teilweise merkt ihr das ja noch nicht mehr, weil die meisten Leute gucken tatsächlich auf dem Handy. Da merkt ihr nicht, ob ihr ein 4K-Bild habt oder ein Full HD-Bild. Und das ist interessant, weil ja, einmal streamen die Leute nicht in 4K. Kommt auch immer von einer Internetleitung. Das Datenvolumen ist einfach viel höher, was man für 4K-Material braucht, aber es wird besser gerankt. Und der Bildunterschied ist gar nicht mal so krass. Ihr merkt es ja noch nicht mal, wenn ich die Videos in Full HD aufnehme und in 4K render. Ist noch niemandem aufgefallen. Hat noch keiner was gesagt. So, jetzt haben wir 13 Minuten. 13 ist so eine Unglückszahl. Dann warten wir noch ein bisschen.
Was mit der SD-Karte scheint jetzt zu klappen. Also letztes Mal habe ich, glaube ich, 4,5 Minuten aufgenommen. Dann hat er gesagt, es wird eng, Junge. Aufnahme abgebrochen. So, ich breche jetzt das Video ab und sage wirklich bis dahin. Haut da rein. Ciao.